Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In dem folgenden Video schauen wir uns an, die eBay-Anzeigen erweitert. Ich habe bereits Videos dazu gemacht, wie eBay-Anzeigen schaltet. Jetzt, seit September dieses Jahres, hat eBay die eBay-Anzeigen erweitert eingeführt. Wir schauen uns das Ganze an, was das genau ist und wie das funktioniert. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei seid. Ja, Freunde, wie angesprochen, schauen wir uns heute an, was es denn mit eBay-Anzeigen erweitert auf sich hat. Ich habe bereits schon mal zu eBay-Anzeigen ein Video gemacht. Das findet ihr, sowie alle weiteren Informationen, die ich heute auch zur Verfügung stelle in diesem Video, findet ihr unten in der Beschreibung. Und falls euch solche Themen interessieren, wie das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, aber auch wo ihr Waren beschaffen könnt, günstig kaufen und wieder verkaufen, dann abonniert doch gerne diesen Kanal, drückt auf die Glocke, so bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand. Gebt dem Video auch gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos für euch zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Schauen wir uns an, was denn eBay-Anzeigen erweitert sind. Das Ganze ist noch in der Beta-Phase, wie ihr seht, also dementsprechend reift das Ganze noch etwas aus. Jedoch hat uns eBay das Ganze hier Mitte September schon zur Verfügung gestellt, um das nutzen zu können. Und ich habe hier diese Seite, die das Ganze so ein bisschen erklärt. Kurz gesagt ist das Ganze nichts anderes wie PPC-Werbung oder CPC-Werbung, Marketing, was ihr von Amazon kennt, dass ihr quasi pro Klick einen bestimmten Preis dafür bezahlt, wenn ein Kunde draufklickt. Ihr könnt hier auch das Video hier euch einmal anschauen, das ist auf YouTube verlinkt. Was bietet hier eBay mit dieser Variante eBay-Anzeigen erweitert? Eine bessere Platzierung mit höherer Sichtbarkeit. Ihr habt hier dementsprechend die Möglichkeit, selbst zu variieren, wie viel ihr pro Klick bezahlt, was ist euch die Anzeige wert. Und ihr könnt hier natürlich die Keywords aussuchen. Ihr könnt sagen, ich möchte diesen speziellen Keyword dieser Werbung pro Klick versehen, und dementsprechend werdet ihr und habt ihr die Möglichkeit, ganz oben auch gelistet zu sein, also auf Platzierung Nummer 1. Und ihr könnt ein tägliches Budget festlegen, was wir uns gleich auch anschauen, wenn wir das Ganze hier einstellen, wo ihr sagt, täglich möchte ich 50 oder 100 oder noch mehr Euro aufbrauchen, und dann werden alle eure Keywords dementsprechend mit den angegebenen Preisen ausgeschöpft, und wenn euer Budget, Tagesbudget ausgeschöpft ist, dann werden auch keine weiteren Werbungen geschaltet. Ihr zahlt nur so viel, wie ihr als Budget angibt, und das Ganze erweitert sich halt täglich. So, und hier könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Wie gesagt, ich werde es euch unten in die Beschreibung verlinken, so dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Schauen wir uns denn an, wo wir denn da genau zu diesen Anzeigen kommen. Und zwar, wenn ihr euch auf den Verkäufer-Cockpit Pro befindet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, im Bereich Marketing auf Advertising-Cockpit zu klicken. Und beim Advertising-Cockpit habt ihr hier die Möglichkeit, eine neue Kampagne zu erstellen. Da klickt ihr dann drauf. Dann gelangt ihr weiter zu diesem Fenster hier, wo ihr die Möglichkeit habt, diese Standardanzeigen zu schalten. Das ist das, worüber ich schon bereits Videos gemacht habe. Oder ihr habt die Möglichkeit, das Neue zu nutzen, halt diese Anzeigen erweitert. Und wir wollen ja anschauen, wie das Ganze hier erweitert aussieht. Dementsprechend klicken wir auf Kampagne erstellen. Und hier ist es genauso wie auch bei dem alten, dass ihr hier einen Kampagnennamen nennt, zum Beispiel Winter Sale. Als Beispiel, ihr könnt das selber dementsprechend auswählen. So, dann habt ihr ein Tagesbudget. Mindestens 1 Euro müsst ihr Tagesbudget wählen. Deshalb, man müsste sowieso hier ein bisschen mehr wählen, weil ihr seht gleich die Preise pro Klick. Da gibt es auch empfohlene Preise, schauen wir uns gleich an. Die sind recht hoch, also ein Budget von 50 Euro kommt auf das Produkt an, aber in der Regel ziemlich schnell auch ausgeschöpft sein. Hier müsst ihr tatsächlich ein bisschen rum ausprobieren und das Ganze für euch entscheiden, wie viel ihr denn bereit seid, Werbekosten zu investieren in das Produkt, was ihr schnell verkaufen möchtet. Denn eins ist klar, diese Werbung pro Klick werdet ihr nicht zurückbekommen. Das heißt, diese Werbemaßnahmen könnten vielleicht Kosten verursachen, jedoch keine Umsätze erwirtschaften. Dementsprechend ist das wirklich nur zum Ausprobieren, und wenn es tatsächlich läuft und funktioniert und mit den Umsätzen dementsprechend dann über den Gewinn sich lohnt,
dann macht diese Werbung eigentlich Sinn. In der Regel würde ich sowas, ja, mit sowas ziemlich vorsichtig sein, denn wenn man hier, sage ich mal, jetzt 100 Euro angibt, dann kann so eine, ja, so 100 Euro Investition vielleicht nur zwei, drei Verkäufe bringen, wo ihr vielleicht sogar schon im Minus seid. Aber langfristig gesehen wird das definitiv auch möglich sein, hier auch gute Gewinne zu machen. Ich komme am Ende nochmal zum Schluss, am Schluss zum Sprechen darauf, worauf es wirklich ankommt, denn nicht nur das Budget ist entscheidend, sondern auch andere Faktoren. So, gehen wir mal weiter das Ganze hier durch, denn jetzt zum Beispiel Tagesbudget legt ihr 100 Euro fest, das heißt 100 Euro und nicht mehr dürfen am Tag für diese Werbung aufgebraucht werden. Dann habt ihr hier die Laufzeit, die ihr festlegen könnt. Ihr könnt das Ganze dauerhaft laufen lassen. Was habt ihr noch? Ihr könnt Anzeigengruppen benennen, zum Beispiel ja, Gruppe 1 würde ich einfach mal sagen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier Angebote hinzuzufügen. Dann klickt ihr darauf. So, dann wählt ihr eure Angebote. Ich nehme hier mal so drei Stück und füge diese hinzu. So, dann habt ihr drei Angebote hinzugefügt. Und nun habt ihr die Möglichkeit, die Keywords auszuwählen, für die ihr Werbung schalten könnt. eBay selbst empfiehlt euch Keywords. Ihr könnt natürlich eigene Keywords hinzufügen und Negativ-Keywords. Das heißt, Negativ-Keywords, die Keywords, die nicht angesprochen werden sollten, ja, worauf nicht Geld verschwendet werden soll pro Klick. Das könnt ihr hier auch festlegen. Also wir nehmen jetzt einfach mal die empfohlenen Keywords, sind 230 Stück. Wir nehmen die mal direkt, alle direkt. Ihr könnt natürlich auswählen, wie viele Keywords ihr haben möchtet. Und ich habe jetzt einfach mal alle genommen. In der nächsten Position seht ihr hier, wie viel das Ganze kosten soll. Ja? Empfohlenes Gebot, was euch eBay schon mal empfiehlt, das Ganze wird nach dem Gebot bzw. nach dem Produkt, nach der Nische und Kategorie entschieden, aber auch zur Konkurrenz. Also Konkurrenz schaltet ja auch solche Anzeigen, dementsprechend wird hier ein Mittelwert ermittelt. Wenn ihr das Ganze jetzt höher setzen möchtet, zum Beispiel dieses Keyword hier, das erste, von 13 Cent bis 38 Cent pro Klick, würde das Ganze uns kosten. eBay hat dann dementsprechend hier ungefähr die Mitte gewählt. Ihr könnt natürlich sagen, ich möchte hier auch viel mehr. Also 38 ist auch nur empfohlen. Ihr könnt hier auch Euro-Angaben machen, ja, was aber keinen Sinn macht, meiner Meinung nach, es sei denn, ihr möchtet ganz oben positioniert sein und habt auch eine recht gute Marge, die ihr dann dementsprechend damit vertreten könnt. Aber ich würde mich hier an die Mittelwerte von eBay und empfohlenen Werte erstmal halten. Oder ihr macht das Ganze ein bisschen noch niedriger, aber dann habt ihr natürlich nicht die Möglichkeit, dementsprechend auch ganz oben zu sein. So, und wenn ihr das dann dementsprechend gewählt habt, dann müsst ihr hier euch nochmal die Nutzungsbedingungen einmal durchlesen, denn mit dem Starten wird die Kampagne gestartet und dementsprechend ist das Ganze aktiv und dann wird euer Budget, Tagesbudget ausgeschöpft und diese Klicks gesammelt. In einer anderen Übersicht, die ich euch in dem weiteren Video zeigen möchte, seht ihr dann dementsprechend eine Auswertung eurer Klicks. Da seht ihr, wie viele oder welche Keywords die meisten Klicks erhalten, wo es vielleicht Sinn macht, ja, noch mehr zu investieren dementsprechend. Und diese Auswertung, wie gesagt, in einem weiteren Video, falls euch das interessiert. Ansonsten ist das Ganze gewesen. So könnt ihr das Ganze starten. Aber auch, was ihr machen könnt, ist natürlich die Standardanzeigen von eBay nutzen, parallel mit den erweiterten. Das heißt, ihr könnt zwei Sachen direkt, zwei Kampagnen starten mit den gleichen Produkten. So habt ihr natürlich noch höhere Wahrscheinlichkeit, hier bessere Verkäufe und Umsätze zu machen. Falls ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, dann gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein. Sonst freue ich mich natürlich auch über eure Rückmeldungen, falls ihr eBay erweitert Anzeigen schon genutzt habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, würde mich natürlich sehr interessieren. Ich wünsche euch viel Erfolg bei diesen Anzeigen und hoffe natürlich, dass euch dieses Video hilfreich war.